Wir wollen unseren Hof nennen. Ich hab Probleme. Was? Keine Ahnung. Weißt du was, du lässt mich jetzt überrascht mich jetzt einfach mal, weil ich habe gerade Probleme mit dem blöden Chat-Overlay. Alles klar, was für auch immer für ein Chat-Overlay du benutzt. Tippst du was alles ein? Programmierst du dein Spiel nochmal selber nach, oder was? Nee, ich habe gerade jemandem gesagt, dass ich bei Skype nicht mehr antworte. Sitzt jeder in seinem eigenen Bett? Wir haben zwei Häuschen auf jeden Fall. Jeder in seinem eigenen Bett? Nein, wir liegen zusammen in einem. Honey. Wir waren aber nicht gewettet hier. Nur bis zusammen farmen, ja? Ach so. Aber in die Häuser kann ich gar nicht rein. Du pflügst ein bisschen meinen Acker. Sorry, das war so schlecht. Beitreten. Friedenshof, oh Gott. Ja. Warum nicht Hof des Krieges oder so? Weil wir uns nicht streiten werden, ja? Okay, neuer Bauer. Ja, aber ich muss jetzt erstmal hier jetzt ja, alles. Stell mal ein. Das dauert. Ich fange mal ein bisschen an mit Vorbereiten. Dann, also nee, ja, ist das ein Bart? Nee, ein Bart brauche ich nicht. Spielst du noch als Frau oder spielst du jetzt einen Mann? Nee, heute sind wir mal ganz genderpassend. Ich bin eine Frau. Also, ich habe hier bald den ersten Tag durch und unseren Acker schon deutlich freigelegt. Bist du Kannst fertig? Kannst du nicht mal eine Pause machen, bis ich dazu stoße? Ja, aber dann ist der erste Tag rum und wir haben nichts geschafft. Warum gibt's denn hier so viel Auswahl? Das ist scheiße, ist das... Hemd 78. Es gibt, wie viel gibt's denn da? Also wenn es nur 3 gäbe oder sowas, dann könnte ich, oder 10, dann würde ich halt alle einmal durchgehen und dann nehme ich das, was ich am besten finde. Aber ich bin schon bei 103. Das nimmt ja gar kein Ende mehr. Vielleicht hat's auch kein Ende. Ah, jetzt fängt's wieder von vorne an. Okay, sehr schön. Aber ist doch schön, du bist schon am Acker bebauen und ich suche Klamotten aus. Klingt nach einer guten Rollenverteilung, sagst du? So wie es sein sollte, oder? Die Frau geht shoppen, der Mann ackert offen. Ach, wir haben die Sauna ja noch gar nicht, ne? Ach, verdammt. Ich gehe gleich schlafen, ne? Ist auch 12.40 Uhr, mir egal, ich habe keine Energie mehr. Ich bin immer noch im Mann. Ist das ein Schwein? Ich trage doch kein Schwein als Hemd. Geschafft, komm, ich trage jetzt einfach gelb und grün, mir langs. Was schreibe ich denn bei Marc gerne? Oh, man kann mich auch drehen. Das ist jetzt alles vorbei, das muss man noch mal machen. Okay, aber mir gefällt es von der Seite auch, aber dann passe ich meine Haarfarbe noch ein bisschen an. Darf man gar nicht schlafen? Wie macht das im Multiplayer, wenn ich keine Energie mehr habe? Ach ja, hier, ich möchte ins Bett gehen. Warten auf andere Spiele, 1 von 2. Was mache ich denn bei Marc gerne rein? Weil das ist nicht. Ich bin jetzt da, glaube ich. Wie steuere ich das dann noch gleich? Ah ja, so. Ich muss mir gerade mein Mittagsschläfchen machen, Moment. Geh mal raus, ich habe schon ein bisschen was gepflanzt, meiner Meinung nach. Zumindest in der Voraussetzung, du bist vor dem Haus. Tatsächlich. Du hast ein größeres Haus als ich. Ist das deins? Was? Wo bist denn du? Ich bin jetzt gerade in einem Haus drin mit einem Bettchen und Blumen drin. Ich glaube, wir sind gerade aneinander vorbeigelaufen. Ja, genau. Ich komme gerade. Ja, das ist mein Haus. Oh, wow. Das ist halt ein Standardhaus. Das ist anders. Ich bin auch ein Mann. Ich wohne hier in diesem kleinen Dreckshaus daneben und du hast eine Veranda und überhaupt. Ja. Das finde ich echt nicht fair. Wer die Arbeit macht, darf auch in einem guten Haus wohnen. Also ich helfe dir jetzt. Ja, dann müssen wir noch gießen, den ganzen Quatsch. Ich muss jetzt nur mal wieder rausfinden, wie das ging. Bist du mit Controller oder mit Maus und Tastatur? Haben wir eigentlich gemeinschaftliches Geld oder? Ich glaube, wir haben gemeinschaftliches Geld. Wie viel hast du denn? 500. Ich auch. Ich denke, wir haben Gemeinschaftsgeld. Das wäre ja auch sonst irgendwie komisch, weil dann würden wir ja... Nicht wirklich zusammenspielen. Ja, dann würde ich einfach versuchen, deine Pastinaken zu ernten, wenn sie reif sind, ohne dass du es bemerkst. Es ist der Friedenshof, wir arbeiten zusammen. Frieden ist nicht immer gleiche Aufteilung und so. Also man kann auch in Friedenszeiten andere Leute bescheißen. Manchmal zweifle ich ja an dir, ja? Wieso? Unter deinen Grundwerten, die dir vermittelt wurden. Warum tust du eigentlich erst gießen und dann... Du hast noch nie im realen Leben irgendein Beet bestellt, oder? Also erstmal lockert das die Erde und macht sie weicher, sodass man das Saatgut besser reinstecken kann. Das stimmt überhaupt nicht. Das Saatgut muss unter der Erde sein. Ich habe sehr viele Sachen gepflanzt, so ist es nicht. Oh, ich habe zu viel gemacht für zu wenig Pastinaken. Wir müssen Pastinaken kaufen gehen. Müssen wir mal kaufen gehen.
Check mal, sag mal, ich habe hier Quests. Sag hallo, ich soll Leute begrüßen. Weil die habe ich auch. Ich glaube auch die gleichen Quests tatsächlich, denke ich. Baue eine Pastinake und ernte sie. Ja, spannend. Wo bist denn jetzt hin? Warte doch mal. Nach links nicht. Natürlich. Nach rechts? Nach links? Was? Erstmal Narzissen pflücken. Hier sind nämlich noch ein paar Sachen, die man mitnehmen kann. Alles meins. So, nicht alles. Die nehme ich jetzt. So. Nee. Nein, ich will sie nicht essen. Warum trägst du sie jetzt auf deinem Kopf herum? Weil das unten ausgewählt ist. Ich habe einen Stock. Guck mal, ich habe einen Stock. Und du zweifelst ja, an mir. Ich habe einen Stock für dich. Guck mal. Der ist voll schön. Nicht zu mir. Der gehört nicht zu mir. Der ist voll schön, der Stock. Mir nachzulaufen. Willst du meinen Stock jetzt nicht sehen? Nein, ich verschwinde jetzt. Du gehörst nicht zu mir. Will dir meinen Stock zeigen? Hallo, wir sind neu hier. Ich habe einen Stock. So, ich spreche jetzt jemanden an. Und du musst mir mal sagen, ob wenn ich die Person angesprochen habe, die auch bei dir markiert wird. Als schon bekannt. Die Pam. Ich habe 2 von 28, habe die Pam angesprochen und da stand, du bist nicht so meins. Ach, ich wollte dir den Stock geben, ne? wie komme ich denn aus nicht? Ansprechen. Wir haben nicht die gleichen Quests. Nee, wir haben die gleichen Quests, aber die sind ja halt nicht unterteilt. Hä? Wie unterteilt? Na, wir tauschen die nicht aus, das meine ich. Also wir haben nicht den gleichen Stand. Wir lösen sie nicht zusammen. Genau. Das ist doch doof. Ich soll bei ihr in der Arbeit vorbeischauen, weil sie dort arbeitet. Ja, ach nee. Hätte ich nicht gemerkt, wenn sie es mir nicht gesagt hätte. Meine Hände wandern automatisch immer zu QWER wegen Dota. Schlimm, ne? Es fällt mir ganz schwer, gerade bei WASD zu bleiben. Und ich suche die ganze Zeit. Ich kenne die nicht, warum redest du mit mir? Entschuldigung. Ich höre auf, mit dem zu reden. So. Ich wollte jetzt mit dem quatschen. Ist sie ein bisschen Arcade spielen? Hast du mal dieses Spiel gespielt und gelöst? Ich habe es nie komplett bis zum Ende geschafft. Also Reise des Präriekönigs? Nee, habe ich nicht geschafft. Bin mir ziemlich sicher. Ja, das, wo man dann da so schießt. Ja, wie schießt man denn? Die Reise auch. Ach, das sind zwei. So schießt man. Spiele, glaub ich. Ja, ich habe schon mal. Der hat nur nach links geschossen, aber nicht nach unten. Ein schädelförmiges Schussloch. Ich weiß da die Hälfte von den Sachen gar nicht mehr. Ich bleib jetzt aber nicht hier. Sehr öde. Warum hast du denn eigentlich schon geschlafen? Ich habe noch volle Energie. Ja, weil ich ja auch schon 6 Stunden lang gearbeitet habe, Mensch. Was hast du denn da die ganze Zeit gemacht? Unseren Hof aufgeräumt, der völlig zugemüllt war, weil du wieder dieses Unkraut nicht gejätet hast. Ich komm dir gleich mit der Hacke. Was ist denn hier? Achso, hier ist da. Ah, okay. Levis Geburtstag in einer Woche. Ein bekannter Farmer ist beigetreten. Also du kannst dann auch ohne mich weiterspielen? Ja, theoretisch könnte ich ohne dich weiterspielen. So. Aber du nicht ohne mich, das ist ein bisschen der Punkt. Das ist so scheiße. Wir sind trotzdem schlafen gegangen, du wolltest oder nicht? War nämlich schon nach 10. Aber, na gut. Hallo, ich bin gerade von einem Angeltrip zurückgekommen. Du solltest mal am Strand vorbeikommen. Ich habe etwas für dich, Willi. Cool. Du musst mir die Quest selber holen, ne? Ja. Wahrscheinlich schon. Das finde ich doof. Das hätte man irgendwie anders machen können. Wir haben nicht rausgefunden, ob wir das Geld uns teilen, wenn wir nichts zum Einkaufen gefunden haben. Ja, wir waren zu spät dran. Ja, wir können erstmal zum Strand gehen, dann einkaufen. Hast du die jetzt als im Briefkasten gehabt? Ja, die habe ich im Briefkasten. Na toll, ich kann auch nicht auf den Briefkasten zugreifen. Hast du vielleicht oben schon die Quest, die neue? Hast du schon eine neue Quest auch zum Strand? Nein. Erste Schritte und sag Hallo ist bei mir immer noch. Komisch. Ja, weil du die Quest hast, aber ich nicht. Es bildet dir halt was darauf ein. Ich bin der Wichtige von uns. Wichtig. Ich bin ja auch der den ganzen Tag gearbeitet hat gestern, ja? Ich bin auch der einen Stock hat, ja? Stock habe ich auch. Mittlerweile. So, was ich kaufe jetzt mal einmal Pastinakensaft. Acht mal auf dein Geld. Ist weniger geworden. 480 habe ich noch. Sehr gut, also wir teilen das Geld zumindest. Wir sind am Strand. Guck mal, wie nett ich bin. Ich habe jemandem dir ein Geschenk gegeben, bevor ich überhaupt mit ihr geredet habe. Nein, ich möchte die Narzisse nicht essen. Ich möchte sie verschenken. Oh, Räubischen. Ich hab gehört, ich gebe neu in der Stadt. Gut, ich kenne schon Jan. Erst mal mit kauen und schlucken und dann reden. Der was redet so. Ja, ich versuche immer noch ein wenig abzuschalten. Einen ganzen Monat auf der salzigen See. War ein ziemlich großer Fang und eine Menge Füße verkauft.
Oh, er hat genug gespart, um mir eine neue Angel zu leisten. Hast du eine Katze hinbekommen? Ja. Okay, hier, du kannst meine alte haben. Mir ist es wichtig, dass die Kunst des Fischen nicht in Vergessenheit gerät. Und hey, vielleicht verkaufst du hin und wieder mal was von meinem Laden. Vielleicht sollten wir doch zusammen unterwegs sein, jetzt kriege ich nämlich die gleiche Katze hin. Tja. Ich habe jetzt eine Bambusstange, jetzt habe ich jetzt habe ich einen Stock und eine Bambusstange. So. Hier im Tal gibt's ein gutes Wasser. Alle möglichen Fische. Ja, mein Laden ist jetzt wieder offen. Also komm vorbei, wenn du Vorräte brauchst. Ich kaufe auch alles, was du fängst. Wenn's stinkt, verkauft sie's bestimmt. Das hat mein alter Vater zumindest immer gesagt. Ich versuche jetzt aufzuholen, ne? Aber du kannst dich ja mal durchtippen, ich hab's da vorgelesen. Ja. So, siehst du, jetzt sind wir auf der gleichen Höhe. Wo bist du? Bist schon wieder weg. Wo bist denn du? Da bist du. Ja. Aus also nirgendwo erschienen, erstmal angeln. Wer zuerst einen Fisch fängt? Ich hab weitergeworfen. Er braucht eigentlich nur mehr Energie. Oh, was? Oh. Hast du es geangelt? Muss ich mal wieder gucken, wie es funktioniert. Ich hab nicht rechtzeitig reagiert. Oh shit. Ich hab übrigens einen Fisch. Och. Gottes Seelachs, 13 cm. Oh, ich habe keinen Platz mehr für einen Gottes Seelachs. Ich hab nicht schnell genug reagiert. Soll ich dir irgendwas abnehmen? Kannst du mir was abnehmen? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube auch nicht. Das hättest du mir schon aktiv geben müssen. Vielleicht kannst du mir aktiv den Fisch geben. Aber wahrscheinlich auch nicht. Aber ne? Da hätte ich es ja irgendwie ins Inventar tun müssen. Moment aber, mal. Sag mal, man klickt doch, wenn das Ausrufezeichen kommt, oder? Warte mal. Hier. Kann dir Sachen geben, ja? Ja. Oh. Du hast jetzt eine bekommen? Ja. Mir jede einzelne hier geben, ja? Gib mir noch ein paar. Dann kriegst du ein paar wilde Blumen von mir. Was hast du denn? Ein paar. Hättest du mir doch irgendwas anderes gegeben, von dem du weniger hast. Das ist das Wenigste. Ach nee, das ist das Wenigste gewesen. Du kriegst noch ein paar mehr Blumen hier. Wieso, du hast doch jetzt Platz. Jetzt habe ich zwei Platz, ja, jetzt kann ich angeln. Jetzt habe ich nur noch einen Platz, super. Das ist mein Problem. Ups, falsches Tool. Was mache ich denn, wenn ich jetzt dieses Ausrufezeichen habe? Muss ich dann einfach X drücken, glaube ich, oder? X? Also wenn du ein Controller spielst, X. Weiß nicht, wie man das mit Maus und Tastatur macht. Mit Maus und Tastatur spielst du mit Controller? Was ist denn bei dir los? Das Spiel spiele ich immer mit Controller. Muss ja nichts zielen. Ich spiele sogar Monster mit Controller und dann muss ich Fernkampf zielen. Das ist tatsächlich eines der wenigen Spiele, die ich mit Maus und Tastatur spiele. Okay, ich habe jetzt auch einen Gotteslachs. Ich hole mir den zweiten. Jetzt gehe ich mal zurück und verschenke deine Blumen. Die brauchen wir aber noch, eins zu behalten. Jetzt habe ich noch eine Sardine gefangen. Oh toll, hier liegen Muscheln rum. Ich brauche jetzt mal, ich gehe jetzt mal zurück und richte mir mal ein Lager ein. Oh, wer bist du denn? Mit dir bin ich nicht geredet. Ach, oh, Elliot. Spannend. Immer noch der Transgender des Dorfes. Transgender? Das ist ein echter Ken. Bitte. Alter, der sieht aus, das kleine Figürchen von ihm sieht immer aus wie eine Frau. Ich denke immer noch, hä, die Frau kenne ich gar nicht. Dann rede ich ihn an. Ach, Elliot, verdammt. Das ist diskriminierend, bloß weil er. Ich denke, jedes Mal ist es eine Frau. Ja, du wolltest du auch noch was anbauen, oder? Du hast was gekauft. Ich habe nur ein Päckchen Pastinaken gekauft, aber gut, die können wir auch noch anbauen, das stimmt schon. Aber erstmal brauche ich die Truhe, weil ich habe nämlich jetzt hier überhaupt keinen Platz mehr. Ha, im Jojo-Markt kann man noch was kaufen. Sehr gut. Gib nicht so viel Geld aus. Was will man nehmen? Oh, Troll. Pastinaken, Bohnen, Blumenkohl, Kartoffeln, Tulpen. Was mache ich denn jetzt? Grünkohl. Ich habe ein Problem. Das hast du wieder kaputt gemacht. Warte mal. Ach verdammt. Ich bin verwirrt. Ich habe ja gerade eine Truhe hergestellt und dann hatte ich das gleiche Problem wie du, dass ich nämlich keinen Platz mehr frei hatte. Jetzt ist die Truhe einfach weg. Toll. Kann ich gerade nochmal Holz hacken. Du könntest einfach die Sachen verkaufen gehen. Och Mann.
wenn ich jetzt einen Platz frei habe, sammle ich diese blöden Ahornblätter ein. Alles wegen diesen scheiß Blumen von dir. Ich verkaufe die jetzt so. Schatz, ich war einkaufen, ich komme nach Hause. Du hast unser ganzes Geld weggenommen. Alter, aber dann pflanzt den Kram wenigstens noch an. Hatte ich auch vor. Ich habe ja diesmal auch noch Energie. Ich habe noch fast volle Energie. Ich nicht. Mit diesem hast du halt gearbeitet. Ich wollte doch unbedingt noch eine Ruhe haben heute. Oh Scheiße, jetzt weinst du schon rum. Komm, dann gebe ich dir die Samen. Musst du jetzt machen. Da. Muss mir jetzt jeden einzelnen geben, ja? Ich habe nur einen. Das war nur der Testkauf. Achso. Moment, warum? Ich gehe schlafen. Aber schön. Oh, jetzt ist meine Kiste da. Ach, die ist einfach nur fallen. Ja, nice. Ich habe eine Kiste. Da kommen jetzt meine Fische rein. Das wird die blaue Kiste für die Fische. Ja, ich bin übrigens ein Horter und kein Verkaufer. Ich hoffe, das ist dir klar. Ja gut, dann Moment. Ich kann doch in die Kiste auch reingucken, ne? Das ist meine Kiste. Bleibst du weg von meiner Kiste. Ich stehe gleich wieder auf. Ich bin schon im Bett.